Und für Gold 400.000. Was haben wir hier? Wir haben... Oh, nee, diesen Bucket Blast wieder. Das ist aus dem Kübel raus. Das hasse ich. Aber geht nicht anders. So, dann schauen wir uns mal um. Wir müssen im Kübel landen, dann können wir nochmal schießen. Sonst nicht. So, was haben wir hier? Wir haben Farbe. Wir haben viel Farbe. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, wo fangen wir an? Ich würde sagen, die da. Augen zu und durch! Bäm! Oh, der war doch nice. Der war doch nice. Der war doch nice. Der war doch nice. Läuft. Nee, Bravi, das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich wollte das deswegen sagen, weil ich deine Mucke eigentlich scheißgeil finde. Und sie hat mich so genervt, dass ich dann den Stream ausmachte, weil... Ja... Kommt mit der Musik halt nicht klar, ne? Hey, wir haben die Secret Sauce gefunden. Es gibt 25.000 Punkte. Irgendwo war hier eine geheime Ketchupflasche und die habe ich jetzt gefunden. So, ein Smashbreaker können wir machen. 14 Feet bis zur Flagge. Wo ist denn die überhaupt? Okay, wir holen uns die Goldflagge. Das geht hier aus. Zack, rein. Oh, nee! Millie hat's verschissen. Oh, Millie hat's verschissen. Aber sowas von verschissen. Ja, es ist halt nicht wie beim Minigolf, man hat ja einen Schuss und nicht 10. So, wie alt ist er denn jetzt? Jetzt muss ich mal gucken hier im Chat. Da. Ja, warte mal, warum frage ich eigentlich so dumm, Alter? Du heißt Brabi 78, na was wirst du sein? 93 oder was? Also ich bin ein 79er, von daher nehme ich an, du bist 38, dann ist ganz einfach. Ey, man braucht nur rechnen. Die Leute nehmen doch immer die Zahl hinten. Dumme Menschen mit dummen Fragen. Mehr sage ich nicht. Hätte ich mal gleich denken können. Ey, ein bisschen genauer hinschauen beim Namen, dann kommt man auch drauf, ne? Übrigens, ich bin nicht 1000 Jahre alt, ja? Also nur so nebenbei. Aber ich fand das einfach mit Millie 1000, weil das ist nämlich immer frei. Irgendwelche scheiß Gehören nehmen sich immer Millie, diese Mileys, diese warmen Brüder. Und ja, läuft nicht, läuft nicht. Meinen Namen so zu verscheißen. So, wir brauchen hier mehr Punkte, Leute. Was mache ich denn? Ich muss da irgendwie da drin landen, aber ich kann da nicht so rein. Das ist scheiße. Wir machen das nochmal hier. Ich werde da ein bisschen so... Probieren wir es nochmal. Also, durch da! Kann ja nicht gehen hier, dass wir das nicht hinkriegen. Rein da, rein da! Oh, scheiße. Na gut, eine Shockwave geht sich auch noch aus. Da die Mülltonne, da können wir rüber schießen. Da. Ja, da drüben geht noch ein Farbmonster rüber. Ich sehe nichts. Das meine ich mit Kamera-HDS. Ich sehe gerade nichts. Das ist extrem scheiße. So, wir haben hier die Flagge. Zack. Oh, fuck. Geht rein? Baby! Das war doch ein Airdrop. So, Hades, ich habe hier Schwuchtelpink ein bisschen bemalt. Ich hoffe, du bist da einverstanden. Wenn nicht, hätte ich nur Gay Green. Grün ist ja sowieso die strengste Farbe. Du weißt schon, warum. Ja. Grünen Homos. Also, übrigens, es steht hier Zerstörung in grüner Schrift. Das fällt mir jetzt auch gerade auf. Das kann ich nicht verantworten. So, und eins muss ich dann auch noch sagen. Lieber in einer schwulen Bar, als wie in einer grünen Parteizentrale. Dazu stehe ich. Das meine ich voll ernst. Also, es weiß ja nicht jeder, aber ich war am Freitag in einer Bar und ich brauchte 20 Minuten, bis ich festgestellt habe, hey, das ist eine Schwulenbar. Mit meiner Freundin übrigens, ne? Ja, nichts gegen Schwule und so, aber man kommt sie dann halt leicht ein bisschen blöde vor. Ich war halt das einzige Pärchen da drin und ja, mehr sage ich nicht. Man hat ein bisschen lange gebraucht. Mir ist halt nur aufgefallen, die Leute sind ein bisschen komisch, der Kellner hat mich so angezwinkert. Irgendwann fällt es halt auf, ne? Darum habe ich gemeint, lieber in einer Schwulenbar als wie in einer grünen Parteizentrale. Das geht gar nicht. Es gibt Dinge, die betritt man nicht im Leben. Dazu gehört übrigens auch ein Mercedes-Händler. Betritt man auch nicht. So, Art Attack. Ich hoffe, keiner hier fährt Mercedes und fühlt sich auf den Schlips getreten. Falls doch jemand Mercedes fährt, guter Tipp, man kann Autos umtauschen nach dem Kauf. So, Art Attack. Was haben wir hier? Schauen wir mal. Blue Oldstopper, ich hau mich weg. Oh, Mann, 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 Mann. Ja, Macho Man, du. Ah, das war nicht witzig. Weißt du, wie du dir da blöd vorkommst? Sag mal, war man da nicht gerade? Habe ich aus Versehen Wiederholung gedrückt? Ich dachte, ich habe weiter gedrückt. Ja, ist egal, machen wir das nochmal, passt. Zack, da durch.
Es geht nur! Oh, gut. Dann machen wir hier eine Shockwave. Das geht auch. Ach, scheiße, der war zu weit weg. Ja, jetzt kriegen wir wenig Punkte. Money Fleck habe ich auch nicht. Ich könnte da so probieren einlocken. Voll daneben, war klar. Komm, komm, ich kann den Ball sogar steuern. Roll rein! Roll rein! Wenn ich blase, rollt er rein. Meine Freundin bescheißt auch immer beim Minigolf. Sie bläst immer auf den Ball und glaubt, ich sehe das nicht, Alter. Und dann sagt sie, der Wind war es. Was denn, weil ich doof bin und so, ne? Ach Gott, wir haben es verschissen. Aber egal, ich wollte eh auf Weiter drücken. Ich habe wahrscheinlich nur Enter erwischt, weil vorher Wiederholung ja, eingestellt war. Jetzt gehen wir nach Frankreich. Was haben wir jetzt? Hier waren wir doch gerade. Bin ich dumm, Alter? Art Attack? Das ist doch diese Map. You were moved. Hey, wer moved mich denn da hier rum, ey? Ich komme gleich in TS rein, Leute. Lass diesen Blödsinn. Ich gratuliere demjenigen, der mich hier rummoved. Ich sehe das nachher im TS, Leute. Ich habe die Protokolle. Finde ich gar nicht witzig. Mein nur. Also entweder habe ich es nicht geschafft oder ich weiß nicht. Aber ich frage mich, warum ich hier diese Map... Ja, 100.000 Punkte braucht man. Aha, okay. Was macht man da? Ja, gut, dann machen wir es mal anders. Probieren wir mal den Kugel da. Das hat auch keinen Sinn. Ja, so kriege ich zu wenig Punkte, Leute. Das geht nicht. Kriege ich Punkte, wenn ich die Farbe da an die Wand schmiere? Ich denke mal, ja. Was ist, wenn ich das hier mache? LOL! Sag nicht, der locht jetzt ein. LOL, der locht ein! Ich krieg hier einen ab! Ey, Leute, das war professionell eingelocht, ja? Ich zeige euch dann mal, wie man das macht. Nachdem ich selber drauf komme, wie ich es gemacht habe, muss man dann schon in der Wiederholung. Aber bitte gib mal 100.000... Ja, ich hab's geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Darum kommt die Map immer wieder. Aber man kann ja nicht alles schaffen, ne? Aber die Missionen hier sind schon teilweise sehr strenge. Ich meine, wann haben wir mal Platin gesehen? In diesem Stream noch gar nicht. Brabi. Ja, ja. Hat es, ich lese ja wohl den Chat, aber ich muss jetzt nicht alles wiederholen. Vor allem, weil, ich sag mal so, gewisse Frauen spinken manchmal rein in den Stream. Hast ja gesehen, wie die aktiv war bei dir. Aber den Chat lest sie nicht. Also, wenn ich es nicht vorlese, dann checkt die das nicht, weißt? Das muss man schlau angehen, ja. Und das, was lernen wir daraus? Noro ist eh nicht da, kann nicht widersprechen. Männer sind schlauer wie Frauen, definitiv. So, alle Weiber werden mich jetzt hassen bis zum Gehtnimmer. Aber es ist mir wurscht, dazu stehe ich. Ist so. Ist so, Mann. Am allerschlimmsten sind diese Feministinnen, ey, ey, die braucht ja echt keine. Die sind eine Schande für die Frauen, würde ich eher sagen. So, jetzt sind wir an der Tanke. Das wird lustig. Smash and Grab. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Wir werden jetzt ein bisschen, sagen wir mal, dort, wo No Smoking steht, werden wir ein bisschen eine anzünden und uns eine reinpfeifen. Schon einen dicken, fetten Jolly. Andere Leute sagen da Kartoffelpflanzen. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Also, wir machen das mal so. Wir machen jetzt eine interne Umfrage im Chat. Wer ist dafür, dass Frauen intelligenter sind als wir Männer? Der kann ja mal was reinschreiben. Ich weiß genau, dass niemand was schreibt. Okay. Läuft. Ja, weil die nicht da ist. Vielleicht sitzt sie neben mir. Hades, du kannst mir nicht verarschen. Die sitzt nicht neben dir. Das weiß ich ganz genau. Hoffe ich zumindest. Ich weiß das einfach. Sitzt nicht neben dir. Sonst hätte die schon längst irgendwas gemotzt, weißt? Ich weiß das. So, also, wir brauchen 75.000 für Bronze und 175 für Gold. Ja, schauen wir mal. Also, ich denke mal, hier kann ich ein bisschen zündeln, das geht. Was haben wir denn hier? Wir haben da drin irgendwas, was auch immer. Die Kassen sind das, oder? Das sind doch die Kassen da, das da. Das ist ein Fernseher vielleicht? Was ist das für ein Scheiß? Alter, was ist denn das? Das sind doch irgendwelche Geräte, ne? Ich muss da rein... Dann geht's. Ich könnte aber auch so eine Zapfsäule hier. So, Cash Register. Links oben steht's. Also, zweimal TV, einmal Kassa. Wir müssen die drei Sachen hinmachen. Das, das und das. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht hin. Aber da komme ich hin. So, los geht's. Zack.
Wir verarschen hier. Und wir haben einen Alarm. Ey, geil. Das ist ja noch geiler. So, ein Smashbreaker. So, jetzt schauen wir uns hier mal kurz um. Da ist ein Monitor. Da ist die Kasse. Und irgendwas fehlt dann noch. Ne, warte mal. Einen Fernseher haben wir. Dann würde ich sagen, zuerst die Kasse. Oh, Scheiße, daneben. Ey, das ist nicht leicht, das zu treffen, Leute. Das ist echt nicht leicht. Alter, geh auf die Kasse. Junge, was bist denn du für ein Popoball? Wir haben die Kasse. So, jetzt auf die Cam. Cam, habe ich gesagt. Cam, Cam, Cam. Wo ist die Cam? Da oben ist sie, oder? Wie soll denn da raufkommen? Alter, wie soll denn da raufkommen? Komm, geh auf die Cam. So. Oh, scheiße. Aber wir können einen Smashwave machen. Vielleicht bringe ich das Regal zum Einstützen, dass die Cam runterfällt. Das geht. Ja, Fernseher. Der Fernseher da muss weg. Also, probieren wir's. Scheiße, das geht. Aber war knapp, war knapp. Egal, wir versuchen jetzt einlochen. Wo ist die Flagge? Ja, wollt ihr mich verarschen? Wie soll denn da jetzt rauskommen? Sind die jetzt blöd oder was? LOL, wie soll ich denn da... Alter, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich durch die Wand oder was? LOL. Da muss man mit dem Smashbreaker raus. Das ist schwer. Ich würde sagen, wir randalieren nur ein bisschen, weil sonst geht's raus da. Das wird eh nichts. Da randaliere ich nur ein bisschen und mach Punkte. Alles andere bringt hier nichts, ne? Ja, okay. Hm. Puffgold. Puffgolf ist gut, Orbe. Das ist echt gut. Was, hab dich im Stream auf 2 geschoben? Du willst mich schieben, Robby? Hier wird nicht geschoben. Es reicht, wenn Hades immer von hinten ankommt. Da kriege ich eh schon Angst. Aber ich weiß trotzdem, dass Robby nicht da ist, Hades. Ich hab's einfach im Urin. Die würde sich sofort beschweren. Du kennst sie doch. Darum weiß ich's, weißt? So, meine Freundin hat mir damals die Tastatur hier geklaut. Darum... Ja, habe ich ihrem Laptop einen eigenen Account gemacht, weil die dauernd unter Milli geschrieben hatte. Das war, wie wenn ich ein Psychopath wäre. Ich schreibe was, sie schreibt was und alles unter meinem Namen. Jetzt kamen so warme Dinge wie... Der redet nur Scheiße, wie wenn ich mit mir selber rede. War voll... Weiß nicht, war irgendwie auch lustig, ja. Kann man nochmal machen hier, ey. Vielleicht kriegen wir das hin. Aber Bronze habe ich, also so ist okay. So, ich würde sagen, wir gehen da einfach mal rein. Wäre doch gelacht, wenn wir dann ein Silber hinkriegen. So, da durch. Warte mal, wo ist die Kasse? So, da durch die Menge. So, dass man nur beim Fenster durchkommt. Zack. So, das geht. So, und jetzt ordentlich randalieren. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, da ist ein... Ah, der ist von alleine losgegangen. Ja, 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 ich krieg den Fernseher. Ist er hin? Er ist hin! Er ist hin! Ja, Fernseh weg! Aber ihr seht's. Ey, 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 das geht sich nicht ganz aus. So, was ist jetzt wieder? Ah, ich habe einen zweiten Smashbreaker. Ja, Mann. Das läuft doch. So, das ist kaputt. Der zweite auch. Und jetzt gehen wir Richtung Fahne. Und während wir Richtung Fahne gehen, werden wir ein bisschen die Tankstelle hier auf Vordermann bringen. Dabei jetzt boom, hier darf man nicht rauchen, aber es steht nirgends, dass man mit Feuergolfbällen nicht spielen darf. Das steht nirgends. Also ist es legitim. So, zack, und jetzt zurück hier Richtung Fahne. Hinter mir ist die Fahne, das weiß ich. Die ist irgendwo hier. So, drop. Siehst du, da ist sie. Ich weiß zwar nicht wie, aber ich habe das jetzt super hingekriegt. So, scheiß Alarm, der kann uns mal. Jetzt machen wir eine 1A-Aktion hier. Bäm! Junge, voll ins Loch, Hades! So macht man einlochen. Ich meine, ich will dir ja nicht beibringen, wie man einlocht, aber war professionell drin, da kannst du nichts sagen. Ja, das ist mir schon klar, dass ich sie schlechter als du kenne. Umgekehrt wäre es ja ein bisschen seichte, würde man sagen. Aber ich weiß, dass sie sich melden würde und irgendwie mucken würde bei dem Scheiß, was ich gerade über sie laber. Verstehst du? Übrigens, wir haben jetzt Platin! Da geht jetzt einer ab hier! Wir haben Platin! Ja, Mann! Beruhigen wir uns wieder? Aber wir haben Platin, Mann! Beruhigen wir uns wieder? Aber Platin!
Okay, jetzt beruhigen wir uns. Aber da muss man mal abgehen, wenn man Platin hat. Sind euch wahrscheinlich die Ohren rausgeflogen. Aber hey, ich hab Platin nochmal. Das ist geil, Mann. Sag doch, es geht, Alter. Man muss nur ein bisschen die Eier wachsen lassen, dann geht das. So, Platin. Ja, Mann. Mach einen Screenshot. Also, USA oder Frankreich? Terroristen oder Froschschenkel? Terrorist? Froschschenkel. Terrorist? Froschschenkel. Was machen wir? Alter, oh, ich muss aber wirklich mal runterkommen. Wir hatten Platin, das ist echt nicht schlecht. So, Brabi, hau rein. Danke fürs Vorbeischauen und danke für den Follow. Ich würde sagen, wir nehmen die Terroristen. Jo, in der Küche kann man viel kaputt machen. Das läuft. So. Warp Factor Full Power. Whatever damit gemeint ist. Was ich so sehe, hier steht Shoot into the Microwave Warps. Also, wir sollen die Mikrowelle ein bisschen penetrieren, würde ich sagen. So, und einmal was in eigener Sache jetzt. Will da nicht zu viel im Stream herumlabern, aber Hades, du musst mir nur was schicken, einen schönen Screenshot von dieser Pixelart, weil mich interessiert wirklich, wer dir da wegen so einem Bullshit auf die Eier gegangen ist. Beziehungsweise wie das aussieht. Du kannst mir auch gerne ein Video schicken, das ist noch, naja, Video schicken ist blöd, aber ja, ein Screenshot zumindest, ne? Einen aussagekräftigen. Meinetwegen auch nicht jugendfreien, ich bin ja nicht 16. Ist mir alles egal, aber mich interessiert das einfach, ne? Weißt schon, was ich meine. So, Bronze 60.000, Gold 200.000. Läuft, Leute! Gehen wir's an, T-Off. So, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir Thunfisch. Hier haben wir Teller. Ich muss einfach nur in die scheiß Mikrowelle rein. Was passiert dann? Na, schauen wir's uns an. Ich weiß nicht, vielleicht explodiert der Ball. So, ich bin drin. Jetzt sind wir gewarnt. Irgendwo, wow. Was geht denn hier ab? Okay. Ich habe eine Fahne freigeschaltet und wir kriegen hier Punkte ohne Ende, aber ich weiß nicht mal warum. Also, das ist geil. Das machen wir sicher nochmal, diese Mission. Ich würde sagen, da in der Mitte räumen wir jetzt einmal ein bisschen ab. Zack! Jetzt gibt's Punkte, Baby. Baby! Baby! Jetzt gibt's Punkte. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.